Hallo YouTube. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Räder sind wieder drauf, er steht wieder auf seinen eigenen Rädern. Den Stabi fahren wir in Zukunft nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Aufgrund dieser Federn. Wie gesagt, der andere hatte gar keinen Stabi und vorne nicht, hinten nicht. Interessierte den überhaupt nicht. Na? Ja, so ein Stabi hemmt auch die Geländegängigkeit. Es gibt ja zum Beispiel bei Rallye-Fahrzeugen wird bei Nässe werden die Stabis ausgehängt. Ne? Da will man diese Interaktion nicht haben. Das hier ist eine Starrachse. Der hat die Interaktion sowieso. Von daher, ne, der hat vorne und hinten eine Starrachse. Und mit diesen Federn macht er keine Probleme mehr. Ja. Ach Gott, sieht das schön aus. Ja. Der Motor. Unendliche Weiten. Bin ich gerade dran und habe ein leichtes Vertrauensproblem. Die ein oder andere Reparatur wurde hier nicht sachgemäß ausgeführt. Wissen wir jetzt. Siehe Zahnriemen. Und es gibt eine weitere Dichtung. Beziehungsweise eine weitere Reparatur, wenn die blöd gelaufen ist, wird das spaßig, das hinterher zu machen. Und zwar ist hier oben zwischen diesem Gehäuse und diesem Motorblock die sogenannte P-Dichtung. So, jetzt habe ich das Gerümpel hier einmal draußen. Mit dem Gerümpel meint das Auto. Ach, den Motor. Ja. Ich habe den Kram draußen, also ich nehme jetzt dieses Gehäuse runter und nehme mein altes Gehäuse, wo die neue Wasserpumpe drin ist. Bereite das soweit vor und werde da die neue P-Dichtung reinsetzen. Hier steckt die Nuss schon drauf, ansonsten sind es nur Zehner. Geht recht schnell. Ja, ansonsten ist die Lichtmaschine im Weg und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, das ist nervig im eingebauten Zustand. Ja, okay. Ich stelle euch auf ein Stativ und dann geht's los. Ja, wie gerade schon zu sehen war, draußen, mal Licht anmachen. Ja, bis auf wenige Ausnahmen war da echt gutes Kühlmittel drin. Zuletzt so ein grünes Zeug. Also das Rostsediment geht eigentlich in sämtlichen Grenzen. Gibt es schlimmere Gussblöcke, die, ja. Dichtfläche, naja, Gewinde schneide ich nach, weil die war nicht mehr dicht. Die sollte nicht nass sein, die Schraube. In einer perfekten Welt sollte sie absolut nicht nass sein. Ja, das sind die Schrauben, die hier oben reingehen. Und zwar sollte eigentlich diese Dichtwulst das von den Schrauben weghalten. Deshalb setze ich die gerne mit Fett ein. Die gammeln nämlich auch mal gerne durch. Und dann hat man richtig Spaß. Ja. Weil wenn man so ein Gehäuse hier wegflexen muss, das sind 700 Euro. Ne? So ein Gehäuse. Ja. Ja, das sieht gut aus. Also nicht so schlimm, wie ich dachte. Kann ja nicht alles schlecht sein. Ja, die P-Dichtung selber. Da sieht man es besser, genau. Auch definitiv nicht die erste. Aber doch schon ziemlich am Ende, muss ich sagen. Die wäre wohl demnächst fällig geworden. Erste Anzeichen ist eine nasse Schraube. Und das ist nicht nur eine nasse Schraube, das sind gleich zwei. Zwei von drei. Ja, dann, wie man sieht,
die Dichtfläche nimmt die Schrauben quasi aus dem Wasser raus. Theoretisch. Hat die hier nicht mehr gemacht. Das ist das große Problem. Wenn die einmal anfängt damit, gammeln die irgendwann die Schrauben durch. Dann gammeln die im Gewinde fest, im Block. So, und dann ist nichts mehr mit Schraube rauskriegen. Ja, am Ende kriegt man das dann irgendwie repariert, aber es ist halt unnötig. Genauso wie die Thermostatdichtung habe ich mir jetzt auch neu geholt. Ja. Jetzt kommt man erstmal an alles gut dran. Und wenig Probleme. Dann sollte man das auch machen. Und ich werde jetzt mal weitermachen. Ja, wie gesagt, die Gewinde werde ich jetzt nachschneiden. Definitiv. Erstmal ausblasen, nachschneiden und dann mal schauen. Nicht, dass da so viel Rost drin hängt. Das ist ein M8. Ja, das geht. M8er Gewinde, genau. Alles andere ist nachgeschnitten. Noch ein bisschen sauber machen hier. Auch das hält sich wirklich in Grenzen. Ich habe schon schlimmer gesehen. Ja, die Wasserpumpe selber. Die wird nicht weggeworfen. Wie gesagt, ich habe sie jetzt prophylaktisch getauscht. Ja, Lager. Absolut fest. Schön schwergängig, wie ich es haben möchte. Metallrotor. Und wo kommt die her? Tja, keine Ahnung. Ja, das ist halt eine Wasserpumpe. Und die ist noch in Ordnung, deswegen wird die weggelegt. Haben ist besser als brauchen. Super. Wie gesagt, ich mache nur einfach prophylaktisch jetzt die ganze Arbeit. Jetzt kommt man gut dran an alles und muss sich dann nicht im Motorraum rumhampeln. Das ist teilweise echt wirklich ermüdend für die Knie, wenn man da bei so einem hohen Auto immer im Motorraum rumhampeln muss. Selbst mit dem Tritt geht es nicht, weil man ständig die Stoßstange an den Knien hat. Das macht keinen Spaß. Und hier geht das einfach so. Ja, das Kühlsystem werde ich vor dem endgültigen Befüllen wahrscheinlich mit Kühlmittelreiniger. Ich habe da was da. Mit Kühlmittelreiniger einmal komplett durchspülen. Bitte keine Zitronensäure in so einen Motor packen. Das war es meistens dann mit dem Motor, weil die Zylinderkopfdichtung wegfrisst. Eigene Erfahrung. Ja, ich habe auch mal gedacht, oh, Zitronensäure, das entkalkt doch. Ja. Offensichtlich besteht so eine Zylinderkopfdichtung zu 99% aus Kalk. Ja. Nee, geht nicht. Es gibt Kühlsystemreiniger, die sind sehr effektiv und dann spült man das einmal durch. Dann hat sich das. Neues Kühlmittel für ihn habe ich jetzt auch da. Da machen wir uns keine Schwierigkeiten. Ja, mache ich mal weiter. Ich habe das jetzt nicht nochmal explizit gefilmt. Man sieht natürlich mit Dichtmittel. Metalldichtung halt. Ja, ist drin. Die Lichtmaschine habe ich rausgenommen. Das gefällt mir nicht. Hört ihr das? Die werde ich erstmal zerlegen, reinigen, gucken, was damit ist und einlagern. Die hört sich auch nicht besser an. Aber die lief die ganze Zeit bei uns. Und da habe ich mir die Kohlen ja angeguckt. Das ist die aus dem anderen. Den Anlasser werde ich auch von dem anderen nehmen. Ja. Das ist neu reingekommen, das weiß ich. Lichtmaschine. Ach, Lichtmaschine. Die Wasserpumpe ist jetzt auch neu. Das ist die neue. Der komplette Träger ist neu. Der alte steht jetzt da. Der ist abgerüstet komplett. Ja. Ja. Dann haben wir das auch. Finde ich gut. Ja, ich denke, ich werde jetzt mal die Motorlager holen, den Motor an den Kran hängen
Dann muss ich noch die Motorlager hier drin vernünftig einfetten, von oben und von unten. Jetzt komme ich gerade dran. Ja, konservieren halt, ne? Ja, wie gesagt, der Wagen steht jetzt frei. Der hängt nicht mehr. Hier ist nicht mehr viel mit Federung. Hinten ist er ziemlich wackelig, vorne ist er eisenhart. Ja, das ist schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Den Panatstab haben wir natürlich auch mit ordentlich Fett eingebaut. So, ich denke, wir kommen langsam zum Motoreinbau. Wird auch Zeit. Ja, wird ernsthaft Zeit. So gerne ich an Autos schraube, so langsam fängt es an zu nerven, dass wir den Wagen nicht haben. Ein Auftrag nach dem nächsten. Nee, geht nicht. Auto steht ohne Motor in der Werkstatt. Das ist blöd. Ja. Die Servolenkung habe ich jetzt auch komplett leer gemacht. Da ist jetzt so gut wie kein Öl mehr drin. Ich habe komplett neues Öl. Die alte, das habe ich euch gezeigt. Servopumpe und den Behälter habe ich komplett ausgebaut. Ja. Das ist, wie gesagt, Servolenkungsflüssigkeit, beziehungsweise das Öl kann man auch mal wechseln. Ja, sicher ist in dem Gehäuse ist, also in dem Behälter ist ein Filter drin, klar. Aber ich wechsle doch nicht jedes Mal den Behälter. Das macht keinen Sinn. Ein Hydraulikfilter werde ich nochmal nachrüsten in die Schläuche. Das hat viel Schönes, wenn das wesentlich besser funktioniert. Ja. Gut. Fett auf und unter die Motorlager. Den Motorkran umdrehen. Motor dranhängen. Die letzten Vorbereitungen machen. Ich werde wahrscheinlich das Öl direkt ablassen. Den anderen Anlasser einbauen. Und den Motor am Kran ein bisschen drehen lassen. Mit Diesel drin. Und dann die Suppe ablassen mit einem neuen Filter. Dann den Ölwechsel quasi am Kran machen. Weil hier läuft es immer über die Achse und oh, das nervt so. Ja. Ja, die Ölablassschraube ist total super platziert. Das läuft immer hier überall drüber. Das hätten sie sich ein bisschen anders ausdenken können. Ich werde über kurz oder lang mal so ein Teil ausprobieren. Es gibt so ein Ventil für die Ölablassschrauben. Da braucht man dann nur noch einen Schlauch draufstecken, dann gibt der das frei. Ob das zuverlässig funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe damit noch nichts zu tun gehabt. Aber es ist interessant, muss ich sagen, mit einem Schlauch den Ölwechsel zu machen. Absaugen ist Quark. Das funktioniert meistens nicht. Wobei die Ölwanne auch nicht so wahnsinnig toll konzipiert ist. Die Ablassschraube ist nicht am tiefsten Punkt. Also, nee. Alles immer so schöne Sachen. Okay, ich werde mal weitermachen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Das ist eine kleine Pumpe, die für das Umpumpen von Diesel und auch für Ölwechsel geeignet ist. Getriebeöl. Motoröl ist leider zu steif dafür. Das hält sie nicht aus. Wie gesagt, Automatik. Den Wandler habe ich eh schon leer gemacht. So. 5,5 Liter müssten jetzt ungefähr in der Ölwanne sein. Plus minus ein paar Milliliter. Und ja, ich habe einfach eine Batterie reingestellt. Die kosten ein paar Euro, diese Pumpe. Lohnt sich auf jeden Fall. Findet man im Autozubehör. Ja. Sieht auch gar nicht mal so gut aus, das Öl. Deswegen, bevor der Wandler und so weiter reinkommt, will ich die Suppe da draußen haben. Da hilft so ein klarer Schlauch natürlich extrem, um sich das mal anzugucken.
Ich fange das auf jeden Fall in einem Kanister auf, weil zur Hohlraumversiegelung ist das immer noch gut. Das einzige an Ablagerungen, die in so ein Automatikgetriebe reinkommen, sind letztendlich nur Ablagerungen von den Bremsbändern. Und das tut nicht viel. Und wie gesagt, wird das noch mit Fett gemischt, also von daher ist das sonst in Ordnung, wenn man das reinspritzt. Nö, mache ich ganz gerne. Ja, das dauert wohl noch ein bisschen. Na, willkommen im Untergrund. Wie wir gerade gesehen haben, habe ich das hier schon abgepumpt. So, mal gucken, was da noch rauskommt. Ja, immer noch. Immer noch genug. Ja, sieht auch nicht wesentlich besser aus. Cappuccino, würde ich sagen. Riecht auch nicht wirklich gut. Ja, also wie gesagt, Ölwechsel, Automatikgetriebe, sehr wichtig. Mit oder ohne Belastung. Also ich mache es alle 60.000, weil der Wagen ständig, erstmal ist er sehr schwer, immer über 2 Tonnen. Dann hängen meistens 2,7 Tonnen dran. Oh ja. ja, hängen meistens 2,7 Tonnen dran. Das zerrt natürlich am Automatikgetriebe. Ja, das Flackern bitte ich zu entschuldigen, aber ich brauche die Arbeitslampe hier drunter. Ja, die Ölwanne muss gleich noch runter, damit ich den Filter wechseln kann. Die ist mit diesen Eckmopeds hier verschraubt. Die werde ich natürlich äußerst sauber machen und für die Zukunft kommt dann Magnet rein. Wie gesagt, das ist das gespülte Getriebe. Das habe ich für 150 Euro in Großbritannien gekauft. Das war komplett gespült, wenig Kilometer runter. Und ja, mit Wandler, mit allem drum und dran. Und 130 oder 140 Euro hat das auf Pelletways, nennt sich das, diese Firma. Hat das gekostet, das hier hinzubringen. Also kann man bezahlen. Ist jetzt nicht wahnsinnig wild, muss ich sagen. Tja. Ja, war auch nicht mehr viel. Ja, das lasse ich jetzt auch noch ein bisschen ausbluten. Ja, die Überraschung, wenn man die Ölwanne runternimmt und einmal komplett geduscht wird, weil es schnell gehen musste, die spare ich mir jetzt mal lieber. Ja, das Steigrohr vom Peilstab muss ab. Das ist der Kollege hier. Das war's dann eigentlich. Mehr muss nicht runter. Und halt die ganzen 10er Schrauben, die hier rundherum sind. Ja. Da sieht man übrigens das Gestänge, wo man den Gang einlegt. Ja, ich habe so einen kleinen Splint nicht gefunden. Warum nicht? Die Sicherheitsklammer funktioniert, die ist aus Edelstahl. Mein Gott. Immer das, was da ist und was der Nähkasten hergibt. Ja. Ja, eine Unterbodenwäsche wird er auf jeden Fall auch brauchen. Also wie gesagt, das hier sind die ganzen neuen Teile. Und teilweise selbst konstruierten Teile. Das ist Schlamm, ne? Also, der rostet nicht. Der ganze Schweller ist gespült. Wird aber in Zukunft trotzdem noch, ja, hier ist auch noch genug dran, Matsch und Blätter, wird aber noch mal gespült. Also ich ruhe mich da jetzt nicht drauf aus, nur weil das Ding 2 mm dick ist. Ja, Verteilergetriebe ist auch so ein Thema, das muss eigentlich raus. Ja, lässt sich total schwer schalten. Man kriegt auch teilweise den Untersetzung nicht mehr raus und solche Scherze, alles ist echt nervig, das Ding. Ja. Aber das mache ich erst, wenn es aufhört zu regnen und dann draußen. Ich habe da keine Lust, muss ich zwei Autos hintereinander stellen, weil der andere jetzt nicht so wahnsinnig mobil ist. Okay, ich sag mal bis später. So, Ölwanne ist runter.
Leider muss man diesen einen Getriebehalter hier abbauen. Deswegen ist hier gerade eine riesige Konstruktion mit Motorkran und Wagenheber am Start. Das Getriebe logischerweise ohne Motor ein bisschen hängt. Ja. Jetzt muss der Filter raus. Das schwarze da mit dem gelben Ding ist der Filter. Wir haben echt ein bisschen lange gewartet, muss ich sagen. Und wie hole ich dann? So. So sieht das innen aus. Das Automatikgetriebe ist übrigens das 4HP22. Wo wurde das noch eingebaut? Volvo 49er. BMW 524 TD. Und diverse andere Fahrzeuge. Und wie gesagt, hier im Land Rover, beziehungsweise hier mit einer anderen Ankopplung für das Verteilergetriebe. Ja, das Getriebe macht ja den Allrad nicht, der Allrad kommt hier. Das ist das Verteilergetriebe. Von da aus gehen die Antriebswellen raus. Ja. 4HP22, ein ZF. Ja. Gar nicht mal so schlimm, aber es wurde wirklich reichlich nötig. Reichlichst. Okay. Ich bastel das mal jetzt raus, hole den neuen Filter und dann komme ich wieder. Ja, das ist der Filter. Und an dem kann man jetzt sehr gut erkennen, das Getriebe hat seit dem Einbau knappe 50.000 Kilometer runter. Also es war wirklich porentief rein, ne? Es war komplett gespült. Sonst hätte es auch nicht transportiert werden dürfen. So, und das hier ist ein deutliches Zeichen, dass eine Lifetime-Füllung oder ein nicht notwendiger Ölwechsel totaler Schwachsinn sind. Das ist einfach Blödsinn. Das sind Aussagen von Herstellern, die von folgender Maßgabe ausgehen. Und zwar hat BMW sich da gerade geoutet. 250.000 soll so ein Auto maximal halten. Oder waren das 180.000? Naja, auf jeden Fall ist das die Lifetime, ne? Was man so im Allgemeinen immer liest. Die Lifetime-Füllung, ja. Ja, wir hatten schon so ein paar Macken beim Schalten, vor allen Dingen, wenn es kalt war. Von daher keine Minute zu früh. Ja, und jetzt hat das Getriebe seit Ewigkeiten nicht gelaufen. Das lasse ich jetzt auch über Nacht austropfen. Weil Bremsenreiniger hat im Getriebe nichts verloren. Jetzt nochmal. Damit kriegt man das richtig gut kaputt, das Getriebe. Ja. Die Salze lagern sich in den Schaltventilen ab und das war's dann. Ne? Dann fährst du nur noch rückwärts oder nur noch vorwärts. Also immer darauf achten, welche Werkstatt ihr wählt. Und dann gucken und sagen, pass auf Kollege, da kommt kein Bremsenreiniger dran. Wasch das mit Diesel ab, ist mir scheißegal, aber Bremsenreiniger, nein, definitiv nicht. Ja. Ich suche mal schnell einen anderen Filter. Ja, so sieht der Filter eigentlich aus. Das ist die Ölwanddichtung und die beiden Dichtringe für den Rüssel, der das Öl ansaugt. Ich habe noch einen zweiten. Aber ehrlich gesagt traue ich dem Braten nicht so richtig. Das ist so ein No-Name-Produkt oder Artec oder sowas in der Richtung. Lass ich lieber, ehrlich gesagt. Lass ich ehrlich lieber. Nee. Für den absoluten Notfall. Für so 10.000, 15.000 Kilometer vielleicht. Aber ne? Die wissen, was los ist. Ne? Vor allen Dingen Lendi-Scheune. Ich bestelle so gut wie alles da. Ist auch wieder keine Werbung. Ne? Ich bezahle da ganz normal per PayPal. Und dann kommt das quasi immer am nächsten Tag, wenn es lieferbar ist. Also das meiste haben die da. Deswegen lasse ich mich da auch nichts ein. Lieber von Leuten, bei denen ich weiß, was los ist. Bei denen ich hab schon mal Automatikgetriebeölfilter gekauft. Und dann waren die von BMW, der hat hier so eine Aussparung, weil eine viel flachere Ölwanne. Der muss aber hier ansaugen. Das hatte das Teil überhaupt nicht. Und naja.
Manchmal ist im Internet bestellen eine Strafe. Ganz ernsthaft eine Strafe. Okay. Jetzt, meine Frau ist schon eifrig dabei, mit Waschmittel, kochendem Wasser und Spülmittel, die Ölwanne, die ganzen Schrauben und sowas alles in der Richtung zu reinigen. Da werde ich mir jetzt zugesellen und mir auch die Finger verbrennen. Okay, für heute Abend denke ich mal, war es das. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe und einen sanften Start in die Woche. Ja, heute wird es ein bisschen kürzer. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und haben Behördengänge erledigt. Das ist zurzeit echt lästig. Ja, die Downpipe habe ich auch raus. Da kommt eine andere rein. Jo, Motor ist immer noch nicht drin. Getriebe hängt immer noch in der Luft. Ja, den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ja, der Schraubenhaufen wird immer größer. Ja, naja, kann man nichts machen. Die Ölwanne habe ich jetzt porentief reingemacht. Wie gesagt, kein Bremsenreiniger ins Automatikgetriebe. Es gibt, ich habe mal in der Werkstatt gesehen, da hat der Geselle dem Lehrling gesagt, er soll mit Bremsenreiniger den Ventilblock oben, also das, was man praktisch sieht, wenn das hier weg ist, er soll mit Bremsenreiniger den Ventilblock sauber machen. Ja. So viel zu dem Thema, ne? Kaltreiniger, auspinseln und dann mit dem Lappen den ganzen Scheiß da rausholen. Und zwar so lange, bis der Lappen sauber ist. So wird das gemacht. Es gibt ja auch Teilewaschmaschinen. Kennen die meisten. Ja. Ja, jetzt kann das Ding mit neuer Dichtung wieder rein. Filter. Ich glaube, ich habe 12 oder 14 Liter Öl hier. Kann ich vielleicht noch mal, ja, ich glaube, ich werde noch mal einmal durchspülen müssen, wenn er denn einmal läuft, weil das Öl aus dem Automatikgetriebeölkühler kriege ich nicht ganz raus. Aber das meiste ist, wie gesagt, raus, ne? Der Wandler liegt jetzt seit ein paar Tagen verkehrt rum da und blutet aus. Ja, wie gesagt, das Video wird ein bisschen kürzer. Aber die Sachen mussten erledigt werden. Sonst wird es dunkel. Manche Sachen muss man einfach mal erledigen. Ach ja, ich habe Farbe gefunden. War nur noch ein Rest. War nur ein Test. Aber so ähnlich wie die Farbe des Fahrzeugs. So ähnlich. Das war mal eine Bestellung, die ich mal gemacht habe und für außen ist das nichts. Und ganz ehrlich, die Konzentration der Metallpartikel da drin ist gewaltig. Deswegen, das hat mit der Farbe des Fahrzeugs nichts zu tun. Ja, also von dem Hersteller nehme ich nichts mehr. Wie hieß denn der Hersteller? Bevor sich das noch einer kauft von denen. Hersteller, Hersteller. Finde ich gerade nicht. Ich glaube, die Dose habe ich weggeschmissen. Nach dem überragenden Ergebnis. Ja. Nee, also das kaufe ich nicht nochmal. Zumal es nicht billig war. Aber naja. Ist unter der Haube. Soll mich jetzt nicht großartig kümmern. Sieht eigenermaßen nett aus. Ist auch blau, wie das Auto. Ja. Nee, das mache ich nicht nochmal mit dem Zeug. Und ja. Die Fahrzeugumschlüsselung auf LKW haben wir heute auch abgeklärt. Ja, die Rückbank kommt raus, die hinteren Seitenfenster, die ganz hinten, die Seitenfenster werden zugemacht. Und dann kostet der statt 900 Euro 160. Ja, wir nutzen den als LKW, ne? Wir haben die hintere Sitzbank, nutzen wir sowieso, da sitzt nie einer. Ja, wir nutzen den als LKW, als Zugfahrzeug. Die Sonderzulassungszugfahrzeug wird schwierig. Nicht unmöglich, aber einfacher geht es, den als LKW umzuschreiben. Und von daher, wir nutzen das da hinten sowieso als Ladefläche. Ne? Der hat 800 Kilo Zuladung, also im Auto schon. 3,5 Tonnen Anhängelast. Mit Kugelkopfkupplung, mit Ringöse 4 Tonnen und mit Luftdruckbremse 6,5 Tonnen. Also Zugfahrzeug ja, aber wie gesagt, in dem Fall wird es ein LKW. Ist einfach angenehmer. 160 Euro Steuern.
Ich weiß nicht, wofür ich dafür, dass ich ein Auto erhalte, also nachhaltig agiere, 900 € Steuern bezahle. Das ist Quatsch. Dieses Auto wiege ich 2 Tonnen. Also über 2 Tonnen. Wenn wir drin sitzen, der Wagen vollgetankt ist, wiegt er 2,2 Tonnen. Und dieser Anachronismus von Motor verbraucht dabei 7,5 bis 7,9 Liter. Ja. Das ist. Vielen Dank für die Strafzahlung. Schwachsinn ist das. Ja. Ja, wie gesagt, das habe ich auch schon ausgetauscht. Die neue Wasserpumpe ist drin. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich inständig, dass jetzt nichts mehr schiefgehen kann. Was? Die Lichtmaschine habe ich auch ausgetauscht. Die ich überprüft hatte. Bezüglich der Kohlen und so weiter. Ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, was ich noch ausbauen kann. Jetzt ist bis auf die Motorinnereien alles ausgetauscht. Ja, Achse auch super. Getriebe tropft immer noch aus. Da steht die Wanne. Ja. Leider muss ein Getriebehalter weggemacht werden. Deswegen hängt das Getriebe jetzt am Kran. So lange. Egal. Sowas macht man nicht jeden Tag. Und dann geht das. Ne? Ja, ich freue mich schon auf den Zusammenbau. Das wird sowieso noch ein Akt. Beim Zusammenbau muss ich das Getriebe auch mit dem Wagenheber hochdrücken, ansonsten komme ich mit dem Motor nämlich nicht dran. Das sackt runter. Das ist blöd. Und den Kurbelwellensensor muss ich noch rausschmeißen, weil Elektronik ist weg. Der Ladedrucksensor ist schon raus. Da drüben ist der Tempomat hinter der Batterie. Der funktioniert zwar, aber wir brauchen den nicht. Wir haben den noch nie eingeschaltet. Da kann ich den Platz da drüben, kann ich wesentlich besser für was anderes nutzen. Ja. Ich überlege auch, den Wassertank umzudrehen. Den da. Den kann man noch quer einbauen. Überlege ich gerade, weil die zwei Batterien, die der Wagen hat, rechts und links, wären vielleicht da drüben besser untergebracht, hintereinander. Also eine vorne im Batteriefach und eine da, wo die andere jetzt steht. Wäre aber der Tempomat im Weg und der Waschkasten, also der Waschwassertank. Da denke ich auch noch drüber nach, den hier hinzusetzen. Einen größeren Waschwassertank. Und dann auch gleich beheizt. Also wir gehen praktisch mit einer flexiblen Leitung hier raus zum Krümmer. Da mit einer Kupferleitung ein paar Mal drumrum. Und dann hoch nach ein paar Zentimetern mit einer flexiblen Leitung oben zu den Waschdüsen. Weil uns ist wirklich das Zeug eingefroren und wir hatten wirklich Frostschutz drin. Ne? Schönes blaues Zeug bis minus 30 Grad. Spritzte raus auf die Windschutzscheibe, zack, eingefroren. So schnell war der Wischer gar nicht. Also der letzte Winter, Respekt. Von hier bis zum Ruhrgebiet im Schneechaos. Der Wagen hat uns nicht im Stich gelassen, aber das war schon echt nervig, dass man nichts mehr gesehen hat, stellenweise. Ja, ich denke, ich mache das Video fertig. Hier wird heute nichts mehr passieren. Ich habe Hunger. Muss mal wieder duschen. Meine Katze guckt mich schon ganz komisch an. Und euch wünsche ich eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.